forgive your aggravation cast at me. Make days where I could find a grip, feel validated, and never giving you a day free from every word delivered with a sting. You never really got to know me, and maybe it'd be better to leave. Streamtitel ist ja richtig on point, jetzt erst gelesen. Ein bisschen reintrollen am Montag. Grüße die Herren und die Damen. Hukulu. Was geht, was geht, was geht? Wunderschönen guten Hallo. Grüße. Hallo, Schatzis. Kennt ihr nicht diese YouTube-Videos, Mann? Wo immer diese... Wie nennt man die Dinger? Sind das Thumbnails? Diese Bilder, wo immer so alle auf erschreckt tun, so als hätten die ihre Schwester beim Wichsen erwischt oder so ein Kack. Und jetzt wird ihr Vater gerade reinkommen und die bei irgendwas erwischen, Alter, und diesen. Und dann immer so Streamtitel wie der Tag danach. Es wird kriminell, was passiert. Ja, ja, nur mit Pfeile und so ein Kack. Yee, yee. Was geht ab? Schmuna. Was ist das denn schon wieder für eine Panflutenmucke, Alter? Synthwave, Junge. Let's go. Party. Ich guck nur die Supernanny auf RTL. Ja, zit bei dir. Wundert mich auch gar nichts mehr. Hälfte aller RP-Streams haben solche Titel wie... Warte. Wie geht es jetzt weiter? Growth am Ende, ja, ja. Fühl dich, Alter. Jax Kushsun auf jeden Nummer.
könnte schön gute Laune zu haben, Alter. Eigentlich habe ich immer gute Laune. Aber ich bin nur oft müde. Briert. Bucky, dankeschön für 100 Bits vor 16 Minuten. Der Mike, dankeschön für den Prime im 16. JPEG, danke für den Prime im 26. Gamble, danke für den Restart im 6. Hukulu. Floppy, danke für den Prime im 8. Tim of Timchi, dankeschön für den Restart im 21. The Right X, dankeschön für den Prime im 3. Ebius, danke für den Restart im 7. Und Justin, dankeschön für 100 Bits. Gestern wegen dir beim Kaffee trinken gelacht und alles auf die Tastatur. Danke für immer, Bruder, immer. Und Tobi, danke für den Prime 16. Weil ihr das kacke. Zum Glück ist morgen frei. Ich mache mal eine kleine Playlist, Alter. Kein Bock, immer die Lieder zu switchen, wenn die scheiße sind. Ich finde, irgendwie hört es manchmal so an wie Cookie. Wer ist Cookie? Achso, der Krümmelmonster. Meinst du den? Wizard, was geht ab? Hallo Juni, hallo Pumbasti. Nutze Ehre oder so? Was? Wann kommt Donate-Button? Keine Ahnung, Bruder. Vielleicht irgendwann, vielleicht auch nie. Hallo Teddy. Ich werde bald die RP-Szene revolutionieren. Ja, genau, Zit. Let's go, Bruder, komm auf Unity. Wir machen neues Gang-RP. Wir machen so richtig reales Gang-RP. Wir benutzen einfach die Cinematic-Sachen aus dem Story-Modus. So Gang, you know, Wong Turf Fool und so was. Mach ein bisschen auf Englisch. We came from the project, my man. Grüße Space Pirate. Hallo Lars Palme. Hab mir auch die Tastatur bestellt, was du auch hast. Also ich bin mega zufrieden damit, Mann. Schönste Gefühl, wenn ich da rumklicke, ein bisschen am Schreiben bin. Fühlt sich echt wertig an. Mir gefällt das. Hallo. Ah, Bruder. Mr. George Young. Dankeschön für den Prime und 23. Guten Abend wünsche ich dir auch. Und Bucky, dankeschön für 5 Gifted Subs an die Leute. Merci. Du geile Sau, und Lob an dich wegen gestern war so Hammer. Fand ich nicht. Bin immer nur der Meinung. Hallo Lucky. Plus neue Monitore. Welche Monitore hast du geholt, Teddy? Hallo Topsen. Hype ein Hukulu. König der Affen. Ist so. Guck in Discord-Funk. Bruder, wenn ich streame, habe ich Discord eigentlich immer aus, Alter. Okay. Ich bin gespannt. Gab es jetzt ein Update für Phasmophobia? Ja, ein 11MB-Update, aber ich weiß nicht, ob sich großartig was geändert hat. Day Night, dankeschön für den Gifted Zap an die Grow Street 09. Ahu. Aber was hätte man denn anders machen können? Ging ja nicht anders. In unserer Situation gar nichts. Ich sage ja auch nicht, dass alles schlecht war. Ich sage nur, dass ich das nicht gefühlt habe, dass unsere Leute in diesen Dings rumgerannt sind. Wie so eine Fußballmannschaft, wie so Fußball-Hooligans. Ich habe das einfach nicht gefühlt. Aber man hätte im Großen und Ganzen nichts anderes machen können. Und nicht mal die Cops oder so haben Schuld daran. Weil die erpähen einfach nach Vorschriften. Und wenn da einfach niemand ist, und was mir auch gestern im Nachhinein nochmal aufgefallen ist, diese ganzen FIBler, die da waren und auch auf dem Dach standen und so, die sind abgehauen. Die waren ja gar nicht mehr dabei, soweit ich das mitbekommen habe. Ich glaube, die sind nämlich abgehauen, weil wir so getan haben, als hätten wir einen V-Mann im RP, der uns bestätigt hat, dass da SMGs rumlaufen, also welche mit SMGs, und dass die deshalb abgehauen sind, damit wir darauf nicht beharren können. Ist halt schwer, aber ist halt passiert. Ist mir egal. Heute ist ein neuer Tag. FMB, neue Engine ist da. Ist so. Tios, die Dankeschön für den Mister beim 16. Bruder, warum? Jetzt an die Leute, die das hier machen, die sollen sich angesprochen fühlen. Warum geht man in den Chat rein und spammt einfach irgendwelche Emotes? Jetzt wie zum Beispiel vom Kiez. Warum macht man das? Ohne irgendwie Hallo oder so zu schreiben. Wollt ihr so den Kiez repräsentieren? Ist das eure Intention? Das habe ich noch nie verstanden. Aber fällt mir immer mal wieder auf. Naja, weil ich meine jetzt nicht den mit Moin Moin jetzt gerade zum Beispiel das. Kann doch sein, dass ich einiges nicht mitkriege.
weil die Streamer das teilweise doch dazu aufrufen. Und das habe ich ja noch nie gehört. Ich habe noch nie bei einem Jan oder so gehört, dass die zu ihren Zuschauern sagen, die sollen woanders hingehen und einfach die Emotes spammen. Außer bei einem Host oder so. Dankeschön, Grove Street. Ist jetzt auch kein Diss. Ich habe mich nur gefragt, warum. Meinetwegen könnt ihr hier egal welche Emotes spammen. Bei Twitch ist das normal, okay. Ich spin überall den Duplo. Hi, Schnuggel. Hihi. Wicked Swag, Dankeschön für den Prime 7. Wie geht's euch? Also ich schreibe immer Moin Moin dazu. Ja, das war jetzt auch kein Diss. Ich hab nix gegen andere. Gegen niemanden. Ich sag ja, meinetwegen könnt ihr machen, was ihr wollt. Solange ihr euch benimmt. Ich mag den Kiez auch. Oh, Jason, guten Abend. Oh, der Smile, vielen lieben Dank für 10 Gift-Subs, Bruder. Dankeschön. Ich hoffe, die Leute bedanken sich auch, die einen abbekommen. Ich brauch Kaugummi. Ja, genau, wo ist die Hooded Eule? Aber da ist er doch. Da war sie doch, Bucky. Hallo, Funky, guten Abend. Dieser Moment, wenn man zu viel Kusch guckt und davon träumt, wie Curtis Kusch im Traumola hat. Bruder, kein Witz. Ich bin vorhin aufgestanden. Ich habe so meine Sachen gemacht und so und irgendwann bin ich am Rechner und im Teamspeak gegangen. Da war Johnny und ich glaube Jack oder so. Ich habe wirklich die Nacht davon von SMGs geträumt, ne? Und ich habe mich so aufgeregt, als ich wach wurde, dass ich davon träume, Alter. Ich habe keine Ahnung, was genau abgegangen ist in dem Traum, aber ich bin auf jeden Fall aufgewacht und habe an SMGs gedacht. Ich weiß nicht warum, Alter. Irgendwann wird der Traum wahr, ja. Wird wieder Zeit für 2 Tage frei. SMGs sind einfach mega wichtig. Also für unseren RP-Stand momentan schon. Man, wir bräuchten nicht mehr Magazine. Wir brauchen die doch nur, damit die einer in der Hand hält und so tut, als würde den Konvoi bewachen. Für diese PD-Sache. Aber was willst du machen? Wir versuchen jetzt anders da dran zu kommen. Kann ich ein Autogramm von dir haben? Bruder, ich gebe keine Autogramme. Ich bin ein ganz normaler Mensch, genauso wie du. Minutentag zusammen. Was geht ab, Freaksklar? Erstmal zum Arzt gehen, AU holen, Begründung, Curtis Kusch-Trauma. Ich habe gestern noch mit Salty nach dem Stream so geschrieben und wir hatten das gleiche Empfinden. Das tat mir einfach für die gesamte Situation, nicht nur für die Cops, das tat mir einfach leid. Das tat mir einfach leid, dass die ganzen Psychopathen da gekommen sind und geballert wurde. Ich glaube, ich werde zu alt dafür. Aber ich bin der P-Spieler, eigentlich müsste ich direkt an so einen Frack-Movie denken. Und selbst wenn es aufnehmen. Aber was willst du machen? Tobias Gamer, dankeschön für 141 Bits. Und Terox, dankeschön für den Sub und herzlich willkommen. Mit Moviebiken, ja. Trashlord, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe auch gestern viel gelesen hier im Chat. Ja, ihr seid viel zu nett und so. Sind wir auch, klar. Aber der Grund dafür ist, dass wir einfach kein... Jetzt mal abgesehen von der Nachtschicht, kein abfacken wollen, ne? Wir wollen ja gucken, dass die Geiseln keine Langeweile schieben. Wir wollen halt mit vernünftigen RP irgendwie versuchen, dahin zu kommen, wo wir hin möchten. Aber das klappt halt nicht immer. Kannst du mir einen Kuss in den Insta-DM geben? Na klar. Hallo, was ist denn mit meinem Stream-Titel? Gutes RP und nicht krampfhaft gewinnen. Ja, was heißt nicht krampfhaft gewinnen? Das ist irgendwo schon krampfhaft, wenn man versucht, etwas zu, in Anführungszeichen, zu erpressen mit einer Geiselnahme. Mit einer Geiselnahme. Das ist schon krampfhaft, aber wiederum ist das auch genauso wichtig für uns. Weil ohne diese scheiß Dinger, die wir verlangen, können wir nicht weitermachen. Und ich glaube, keiner hat mehr Bock auf diese Geiselnahme. Weil wir schon jetzt so viele gemacht haben, damit wir dieses Zeug einsammeln können.
Selbst Frank hat ja gestern Abend noch gesagt im MP so, das war die letzte. Aber anders kommst du halt nicht an SMGs. Wenn irgendwer welche hat, verkauft er die nicht. Ich hab da ja gehört, zum Beispiel 887 so verkauft gar nichts. Brauchen die selber. Da liegen bestimmt noch irgendwo welche rum auf dem Server aus der Zeit, wo man noch Cops hochnehmen darf, aber keiner gibt die ab. Und gerade wir brauchen diese Kackwaffen, weil wir so diese Agency-Scheiße da machen wollten mit dem PD. Deshalb brauchen wir Polizeiwaffen. Was mit Laien? Ach, Bruder, wer leiht dir denn eine Waffe, die eine 500.000 wert ist? Wir können davon zu 99% ausgehen, dass wenn wir zum PD gehen und diesen Plan machen, dass wir komplett hochgenommen werden und alles verlieren oder zum Teil. Dieses ganze Cop-Equipment, was wir haben, wird alles verschwinden wieder. Der Kiez hat da auch zwei SMGs, keine Ahnung, wie viel die haben. Wir haben eine und eine halbe. Und die andere Hälfte gehört denen. Ich weiß nicht, wie viele die haben. Ninja, das stimmt allerdings. Ne? Daran habe ich auch gedacht. Der Avenger, aber der verkauft auch keine SMGs. Ne? Aber der verkauft wenigstens so Scorpion-Sachen, die man tauschen könnte bei Gangs. Wo man sagen kann, komm, wir geben dir eine Scorpion und was weiß ich, 20.000 und du gibst uns eine Bullen-SMG. Aber der Event-Character, der kam, seitdem wir da auf Unity sind, noch nicht zu uns. Ich weiß nicht, warum. Ist halt schwierig. Aber das wird schon irgendwie. Das sagt er immer 3 Tage später, lass Geiselnahme machen. Wollt's gerade schreiben, 2 Jahre lang nach der jeder Geiselnahme keinen Bock mehr und dann nächsten Sonntag war die nächste. Ja, aber die können das ja sagen. Wir werden da aber nur nicht mehr mitziehen. Also ich zumindest nicht mehr. Ich mache jetzt keine Geiselnahme mehr. Außer es gibt einen richtigen Grund dafür, dass wir zu 100% wissen, wie kommen wir das Zeug. Ich versuche jetzt irgendwie anders an Sachen zu kommen. Ihr seid eine eingetragene Gang, keine Ganggruppierung. Vielleicht liegt es daran, gerade deshalb müsste der zu uns kommen und uns Waffen anbieten. Können die Gangs Money für eine SMG NAS kaufen, wenn das nicht... Keine Ahnung, aber ich weiß nicht. Benutzt die SMG die gleiche Munition wie die Pistolen, 9mm? Dann ja, ansonsten glaube ich nicht. Da hat es gerade angesprochen, es wird ja bald kommen, safe. Ich habe das schon oft angesprochen und der kam noch nicht. Ich glaube, dieser Event-Character ist einfach gar nicht da. Momentan. Vielleicht macht der Urlaub oder so. Seit 3 Monaten. Debo Catcher Chain, Dankeschön für den Prime im 2. und du kriegst meine Kette nicht. Lass mich in Ruhe, Debo. Dennis, danke für den Prime im 12. Tank Hulk, danke für den Prime im 8. Und Brutus, danke für den Prime im 3. Und ich bin kein Lugner, ich bin Wahrheiter. Das ist echt schade. Ich finde, Geiselnahmen ist doch das mit das Größte, was Crime-Appealer machen können. Ein Highlight für Cops und Crime und dann geht das auf Unity einfach nicht Bescheid. Ja, man müsste halt gucken, woran das liegt. Klar ist Geiselnahmen ein ganz großes Event. Aber, dass man immer Geiselnahmen machen muss, um an spezielle Sachen zu kommen. Für weitere Pläne. Wie zum Beispiel die Bank ausrauben, die Staatsbank. Wie, Bruder, willst du im RP wirklich diese Immersion zerstören und mit normalen Pistolen in die Staatsbank rein? Finde ich nicht so gut. Sieht doof aus, finde ich. Da müssen schon 2, 3, 4 SMGs sein. Einfach auch, um der Polizei zu zeigen, so, ne? Das müssen professionelle Leute sein, die sich darauf wirklich spezialisiert haben, Raubüberfälle zu machen und so was. Und das ist jetzt keine Gang. Ist aber besser als Kreis-RP. Alles ist besser als Kreis-RP. Darf man von einem korrupten Cop eine SMG kaufen, also von den Serverregeln her? Nein, nicht kaufen. Ein Cop darf nicht korrupt werden, weil der sein eigenes Interesse verfolgt, von wegen Geld. Es wäre aber möglich, einen hochrangigen Polizisten zu finden, der Zugriff darauf hat und welche rausgibt für Informationen oder sowas. Da läuft auch einiges schon im Hintergrund, aber das habe ich nicht übernommen. Das übernehmen andere Leute bei uns. V
Vor allem wird das ja mega Event, wenn ihr alles habt, um dann beim PD fortzufahren, sonst, selbst wenn es schief geht, ja, das ist auch so. Und es ist doch komplett egal, ob es schief geht. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass allein diese PD-Sache schon schief gehen wird. Mit Erpressung würde das auch funktionieren, wenn du einen Kopf finden würdest, der Scheiß am Stecken hat und der das wirklich ausspielt auch, der nicht sagt, mir doch egal, verrat mich doch bei meinem Chef oder so. Aber find sowas erstmal, ne? Man darf ja auch nicht vergessen, wir beziehen ja keine Infos aus irgendwelchen Streams und so. Das musst du ja alles im RP selber erfahren, aber find das erstmal. Find das erstmal raus, welcher Polizist hochrangig ist und irgendwie Scheiß am Stecken hat oder so. Das dauert. Wer Kreis RP nicht ehrt, ist Geiselnahme nicht wert, genau. Dankeschön, Oma. Macht es aktuell mehr Bock als vor 2 Jahren? Ein bisschen weniger, aber fühlt sich routinierter an, so. Weil das halt immer die gleiche Sache ist. Stimmt doch das Militär? Das Militär wird nicht bespielt. Man könnte so tun, als würde man da auf den... Aber Bruder, Militär überfallen. Selbst wenn man das nur in seiner Fantasie ausspielt, dass dieses Militärding da bespielt wird. Mit was willst du denn da hingehen? Mit Pistolen? Das wird einfach gar keinen Sinn ergeben. Mir geht's gut, Jerome, und ich hoffe dir auch. Und ich hoffe euch allen geht's gut. Meta ist richtig und wichtig. Jiji. Ich frag mich, wie es geendet hätte, wäre Frank ans Telefon gegangen und als der eine Cop meinte, Frank soll die Leitung voll machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass schon rausgekommen ist, wer da jetzt die Geiselnahme gemacht hat. Allein weil Frank diesen einen Cop bei diesem Spitznamen genannt hat, wo er nur er ihn so nennt, ne? Das ist ja schon heftiger. Hello, sagt man Indiz dazu? Ja, nachdem ich heute mein negatives Corona-Ergebnis bekomme, das freut mich für dich. Distri, Dankeschön für den Prime im 1. Ging, ging. Wie ist das eigentlich mit dem Fake-Dokument? Muss das ausgespielt werden oder können Cops auch sagen, nö, glaube ich dir nicht? Die können auch sagen, na klar, glaube ich dir nicht. Kenne ich nicht, was du mir da jetzt vorlegst. Aber wir haben ja dann einen Vorplan noch, damit die das glauben. Oder damit jemand, den die kennen, sagt am Telefon. Gleich kommen welche, die zeigen auch ein Dokument, ist alles fein so, lass das durch. Da steckt schon ein bisschen Planung hinter. Für die ganz großen Sachen. Ist er auch selber schuld, klar. Der hat ja selber gemerkt gestern im RP. Fuck. Die haben noch einen anderen Fehler gemacht, weshalb die jetzt untertauchen müssen. Auf der anderen Seite war die Ballerei auch mal wieder nice. Auch wenn du es nicht gefühlt hast unter den Umständen. Ja, wir waren glaube ich so... 23 Leute, 24? Und wie viele Cops waren da? 12? Deshalb habe ich, ich weiß nicht. Aber ist auch egal. Was willst du machen? Ändern kannst du eh nichts dran. Ich bin ja trotzdem bei der Aktion dabei gewesen, aber ich muss das ja OC so halt nicht fühlen, ne? Und im RP hat man ja gesehen, dass mein Charakter total verwirrt war. Und gar nicht wusste, was abging. Ich stand da komplett alleine. Mit den Geiseln. Hab vorher noch 2 Cops irgendwie verarztet. Konnte nix sagen, so. 14 und Rambo vor dem Marsch jetzt. Das hab ich ja auch gehört. Aber 14 Cops und keiner von euch lag? Nein, die kamen von allen Seiten. Also dieses A-Team draußen, diesen Ass im Erbe, die kamen von rechts und von links. Da hast du, das sind auch so Schießwütige, ne? Die das schon x Jahre machen und so. Was willst du da machen, Bruder? Guck mal, den einen Fight, den ich da gestern hatte mit dem Korb, wo ich nach links gepusht bin, wo ich den umrunden wollte. Ich bin eine Sekunde um diesen Stein gelaufen, weil ich von links kommen wollte. Und da kommen mir einfach so 6, 7 Leute entgegen von uns. Und der Typ lag schon. Innerhalb von einer Sekunde. Da kannst du nichts gegen machen. Wie funktioniert das Sternesystem bei Unity eigentlich? Hat Frosty dir gerade geschrieben. Hallo Rising Raptor, guten Abend. Gang Wars Server studiert.
Ja, richtig, wie Heuschreckenplage. Hat mir nicht gefallen. Aber ist halt so. Vielleicht sorgt er dir für noch mehr EP. Aber ich finde es schade, dass die Cops so schlecht verhandelt hatten. Die haben nicht schlecht verhandelt, die Cops. Die haben einfach nur nach diesem Leitfaden von den Ausbildern oder whatever verhandelt. Weißt du, was ich meine? Die mussten so verhandeln. Weil denen das so vorgegeben wird. Hättest du einen Fischer oder sowas gehabt, wäre das vielleicht. Hätte das vielleicht funktioniert, wie bei der Kinoaktion. Weil genau diese Leute, das halt, ne, das sind halt die Bosse da. Die können sich einfach dazu entscheiden. Wir machen das jetzt so. Scheiß drauf, was das FIB sagt. Was ich feiern würde, dass man einen Waffentransport überfallen darf, alle 3 Monate so. Gib it auf Unity, gib it. Da gibt's auch immer eine Nachricht für, aber keiner weiß, wann der. Also es gibt so einen Transport von den ganzen Waffen und Items aus der Asservatenkammer, die irgendwo hingefahren werden. Das gib it. Aber das machen die, glaube ich, nur, wenn die Asservatenkammer voll ist. Und das dauert immer sehr lange. Ja, no skill, hast du recht, das ist unpraktisch. Aber das ist so ein 50-50-Ding. Das ist unpraktisch, das ist aber auch gut. Weil wenn jeder Zugriff auf so einen Waffenschrank hätte, wo man SMGs rausholen könnte, dann könnte das auch schon hart abused werden. Man hätte halt eventuell die 300k nehmen sollen und abziehen. Hätte man, ja. Haben wir uns aber nicht für entschieden. Das meiste Zeug, was wir aus dem RP gestern rausgeholt haben, war eh das Geld von der Frau und die Items, die in den Autos drin standen, in der Werkstatt. Zum Reparieren. Ja, ich fand die Villa auch gut, die Geiselnahme da. Und die Flucht vor allem, ne? Manchmal läuft das so und manchmal so. Was will man machen? Da seid ihr locker über 300k gekommen. Klar, allein die Marke, die Schoko gestern dann hatte. Die ist so viel wert, wenn man so viel Dings damit bauen kann. Quasi Mist. Und davon sind auch auf dem Server extrem wenige im Umlauf von diesen IA-Marken da. Die ist halt. Ich weiß jetzt keinen genauen Preis, aber ich würde mal sagen, die allein schon ist 300k wert. Plus noch 4 Schutzwesten, ne? Plus noch 200k fast von der Frau aus der Werkstatt. Da ist schon gestern was bei rumgekommen, aber die Umstände waren halt doof. Und es ging ja auch gar nicht um das Gewinnen. Ich glaube am Ende, weshalb das so dann eskaliert ist und weshalb ich auch diese Stimmung hatte, wo ich gesagt habe, ja komm, wir machen das jetzt einfach wahr. Weil alle einfach abgefuckt waren, weil das wieder mit dem Verhandlungen nicht geklappt hat. Weil da einfach nix rüberkam so. Wir tun so, als würden wir Geiseln abknallen und dann sagt der Bulle zum Johnny, ja jetzt kriegt er keine 300k mehr, jetzt kriegt er nur noch 150k. Selbst die Geiseln waren abgefuckt, als sie mitbekommen haben, dass deren Leben nur 8000 Dollar wert ist. Hat halt die Stimmung so ein bisschen runtergezogen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, da haben mich die Emotionen gepackt. Und das ist ja das Schlimme, Juno, ne? Man hätte die 300k nehmen können. Aber wir haben in Anführungszeichen das versucht, über den RP-Weg zu gehen und die bieten 300k an. Und 300k sind gar nichts. Man macht mit Non-RP-Sachen wie Shops überfallen, mit einem imaginären Opa, der dahinter sitzt, wenn man das gezielt macht, wie wir das jetzt schon 2-mal gemacht haben, mehr Kohle als mit einer Geiselnahme, die RP bietet, mit 11 Geiseln. Und das ist Kacke, finde ich. Aber darauf wird es jetzt hinauslaufen. Dass wir sagen, wir machen keine Geiselnahmen mehr, wir besorgen uns jetzt Kohle und versuchen die Dinger irgendwie irgendwo zu kaufen. Also nehmen wir Shops hoch. Und weil es dafür auch kein Counterplay von den Cops gibt, wird das wahrscheinlich verboten per Regelwerk. Dass nicht zur gleichen Zeit 40 Shops überfallen werden dürfen. Ich sag, vielleicht wird das verboten, ne?
Aber es gibt für dieses RP, was wir dann machen, halt kein Counterplay. Was auch wiederum scheiß für die Cops ist. Waren 14 Geiseln, ja. Das PD hat leider ein Problem. Sie sind unterbesetzt zu Primetime. Das kann man so nicht sagen. Das sieht man noch nicht an den Sternen. Weil nur das LSPD wird bei den Sternen dazugezählt. Die ganzen FIBler, die rumrennen, wovon auch einige in meinem Dienst sind, die werden zu den Sternen gar nicht dazugezählt. Und da waren gestern FIBler dabei, die sich aber verpisst haben. Die dann weggegangen sind. Darf man gezielt eine Werkstatt ausrauben, wo Cop-Karren getunt werden und es werden keine Cop-Autos getunt, die werden höchstens repariert. Und mitnehmen, was im Auto ist? Ja klar, haben wir ja gestern auch gemacht. Eigentlich könnte man das machen, aber das bringt nichts, weil die Autos so... Das war gestern aber pures Glück, dass da was drin war. Hallo Sneaky, hallo X-Me. Aber hoffentlich macht ihr dennoch größere Aktionen, auch wenn man auf die Schnauze bekommt und eure Planung und der Startaktion immer so mir... Das war richtig chaotisch, ey. Aber das ist auch irgendwie... So raw. Wir quatschen alle und planen immer und keiner weiß, wo rechts und links ist und die einen machen das und dann regt man sich wieder auf und dies und das. Mir gefällt das. Klar machen wir weiter damit. Was sollen wir sonst machen? Sollen wir rumrennen und jeder Gang auf den Sack gehen, damit man irgendwie so einen Gangkrieg erzwingt? Ohne Sinn. FIB und Co. werden dazugezählt, weiß ich von der Korbquelle, haben die im Support erfragt. Werden nicht dazugezählt. Zu 100%. Oder die haben das vor kurzem geändert. Zu 100% werden die nicht zu den Sternen dazugezählt. Bin gespannt, ob von den Rockern noch was kommt. Ich auch. Ja, Necro, wir sind rausgekommen. Ich bin froh, dass endlich diese ewig lange Planerei aufhört. Welche Idee von Jamar? Ach so, ja, aber das ist auch so ein... Meinst du jetzt die Idee mit den SMGs oder was? Weil wir im RP mitbekommen haben, dass die Spielzeuge haben. Wir wissen nicht. Man muss unterscheiden zwischen Langwaffen von irgendeinem Waffendealer wie Scorpions oder so oder Polizeiwaffen, ne? Die werden wahrscheinlich keine Polizeiwaffen haben. Und genau die brauchen wir ja. Jetzt mal Infos. OC Coppers haben 15 plus Bewerbungen. Keine wird bearbeitet. 8 Führungszeugnisse liegen rum, werden nicht bearbeitet. Fischer ist immer weg oder interessiert sich nicht für das PD und schreit nur die Angestellten an. Gestern hatten viele Leute Kopfschuss von den Coppers. Ja, Bruder, was ich mache? Irgendeiner wird sich schon darum kümmern. Das ist auch nicht so einfach, ein PD zu führen. Das ist wirklich nicht einfach. Man muss halt gucken. Und gegebenenfalls umstrukturieren und helfen. Ich finde es halt immer gut, dass du versuchst, den Geiseln auch was Spaß zu bieten. Ja, muss doch sein. Wenigstens ab und zu mal ein paar Mal reinrennen, ein paar Witze machen, dass die lachen. Sonst setzen die da nur rum und schieben übelste Langeweile. Ist ja auch kacke. Jamar müsste schief werden. Ach, das hatten wir schon mal. War schön in meiner Werkstatt? Ja, sehr. Sehr hübsche Werkstatt. Fischer kann nichts, sorry, ist eine Witzfigur. Aber Bruder, hier wird, mach hier nicht auf RP-Polizist. Wenn du meinst, du kannst es besser, bewirb dich und dann arbeite dich hoch und zeig, was du kannst. Das bringt nämlich gar nichts, wenn du das sagst. Wieso ist es eigentlich auf Unity erlaubt, dass Gangs, Gruppierungen sich zusammenschließen? Die meisten Server unterbinden das ja in dem Regelwerk. Man darf nur mit 2 Gruppierungen gegen den Staat acten. Nur das ist erlaubt. Tach der Mike. Wieso das erlaubt ist, weiß ich nicht. Weil es vorher, glaube ich, gar keine Regel dafür gab. Und dann gab es dieses guten Ding auf Unity, wo alle Gangs sich zusammengeschlossen haben. Das war so die Zeit, wo wir gerade auf den Server gekommen sind.
wo die irgendwie mit 50, 60 Mann gegen die Cops geschossen haben, oben im Norden. Deshalb wurde da die Regel eingeführt, dass maximal 40 Leute, also zwei Gruppierungen, gegen den Staat acten dürfen. Und die sind weit mehr als 40. Nicht immer, aber oft. Das wird wahrscheinlich dann auch nochmal angepasst, dass nur noch eine Gruppierung darf. Mann, wer, Bruder, wer ist Manfred Lenz? Du meinst Manfred Lenz, du meinst Stay. Ja, aber Stay war auch ein Cop durch und durch. Cop Richtung Mafia-Typ. Ein Stay hat halt einfach, keine Ahnung, der kann da dieses Organisatorische und alles. Den Überblick behalten und alles. Er kann es einfach, Junge. Er ist dafür geboren. Und OC weiß ich, glaube ich, dass Fischer eigentlich gar nicht Chief sein wollte. Der das einfach nur so übernommen hat, weil die Leute, die sich eigentlich darum kümmern sollten, nicht wiederkamen oder irgendwie sowas. Trotzdem wird hier kein RP-Bashing gemacht und auch keine Sirene rausgeholt, aller RP-Polizei. Jeder spielt so, wie er es für richtig hält. Man muss nur als Community darauf achten, dass man das PD nicht kaputt macht. Oder dass das nicht kaputt geht. Ich auch, Judoschuh, ich auch. Ich sag, schick einen Stay auf den Server, Chief, und viele Gangs kotzen im Strahl, was dann passiert. Das wird Stay nie wieder machen. Glaube ich nicht. Mann, wir sind OGs, Alter, wir sind alte Männer. Also mittlerweile sind wir echt alte Männer, Alter. Nur vor 2 Jahren oder 3 Jahren hätte ich das, was gestern passiert ist, übelst gefeiert, Mann. Oder hätte mich dafür feiern lassen. Und hätte gesagt, ja, Mann, voll krass, wir haben die voll gefickt, die Scheißkoppers, ja, Mann. Und Stay wäre auch schon lange in den Park gerannt oder zum Hotel vom Kiez und so und hätte alle hops genommen und alle einfach in State Prison geworfen. Ich wünsche mir das selber schon. Ist mir egal, was für Beweise die haben oder ob das nicht ausreicht. Komm, bitte, liebe Coppers von Unity, kommt einfach. Mir ist scheißegal, und wenn einer von meinen Leuten da rumholt, den hau ich in die Fresse. Kommt, ja, meinetwegen, holt euch Granatwerfer. Komm mit dem Panzer, Junge. Schieß mit dem Rhino-Panzer da rein. Mach alles platt, mir egal. Ja, das wäre brutal geil, Burrito. Scheiß auf diese Beweislage, Mann. Im RP kannst du eh nie was beweisen. Gibt keine Forensik, gibt gar nichts. Nur Vermutungen oder irgendwelche Zeugenaussagen. Und da die ganzen Zivilisten eh plus oder pro Gang sind oder pro Crime, ist das halt so verdammt schwer für die Cops, Mann. Das ist Arbeit as fuck, Mann. Bis das mal wirklich Sinn ergibt, wenn du da ermittelst in der Sache. Bis du das rausfindest und so. Aber da habe ich auch schon dem RP entgegengewirkt. Da sind 2 Leute oder so von uns, die einfach Infos rausgeben. Habe ich ja gestern auch schon angeteasert bei der Geiselnahme, wo ich zum Holik gesagt habe und zu dem Crack, glaube ich. Lass dir verpissen, lass einfach alle verraten. Ich verrate die alle, ist mir kackegal. Wenn mir irgendwann zu viel wird, mache ich das wirklich. Ich verrate auch meine Leute, ist mir alles scheißegal. Das ist fucking EP, Alter. Aber wenn das der Grund bei den Cops ist, dass die nichts machen, weil die keine Beweise haben, dann liefere ich die denen einfach. Ich sag ihnen die aus, ist mir scheißegal, Alter. Mach ich 31er, mir fucking egal. Hab ich eh immer gemacht. Das sind Kriminelle, die müssen im Knast. Ja, genau, wo die Frau gestern telefoniert hat, habe ich auch einfach zugelassen. In ein paar Minuten. Mir ist scheißegal. Ich bin hier in kein Gehänge-P mehr. Ich habe hier keine Regeln der Straßen. Brauche ich nicht. Haben wir nicht. Wer doch Cop? Ja.
Würde nicht bei der Polizei dieses miese Akten-RP geben und so, hätte ich schon wieder Bock drauf, aber ich habe keinen Bock, Akten zu schreiben. Bei Gott nicht. Kein Bock drauf. Oder jeden Tag mit einer anderen Person einfach im Kreis fahren und Streife fahren. Das ist einfach nicht meins. Damals mit dem Albrecht und so, das war richtig lustig. Zum Teil, aber da gab es auch zum Teil Leute, die, ne? Ich erinnere mich auf Alternate noch an diesen einen Polizisten, der zu mir gesagt hat, fahr nicht über diesen Streifen drüber auf dem Highway. Und wo der mir gesagt hat, dass der so eine richtig krasse Ausbildung hat und ach mein Gott, Alter. Nee, ich glaube, dafür wäre mein Kopf-RP mittlerweile zu schlecht. Ich habe in Armor-Cop gespielt, da hat er doch richtig gebockt. Ich könnte aber nichts ausbilden. Mich könntest du wie so ein Zinnsoldat einfach hinstellen und sagen, geh da hin und nimm die fest. Das kann ich. Mehr nicht. Müsste man halt alles wieder lernen. Ich mache keine Werkstatt auf, ich verrate einfach alle. Und dann sitze ich auf dem Berg mit Mila und bin am Knutschen. Und hinter uns der Sterling. Und wir sind frei von der Kriminalität. Oh, wisst ihr noch, wie ich mit dem Krüger den einen Typen zerklatscht hab auf dem Berg? Das war ein geiles Cop-RP, Alter. Das hab ich gefühlt, Mann. Wie wir den Typen aus der E-Side weggefahren sind und ich den geknüppelt hab, Alter. Da gibt's so einen legendären Screenshot von irgendwo auf Twitter. Und der Krüger sich umgedreht hat und eine Kippe geraucht hat, während ich den zusammengeschlagen hab. So müssten die eigentlich mit uns umgehen. Und vor allem mit irgendwelchen Ganglern. Nicht dieses Anwalt-Scheiße à la Jamar damals. Oder ich hab das auch gemacht. Wir werden verhaftet, dann wird rumgeheult. Und ein Gangmember oder so wird zum Anwalt. Den musst du einfach mit einem Knüppel in die Fresse hauen. Ganz einfaches Ding. Hallo, Motherfucker. Den dicken Peanut von Nifty würde ich gerne ins Kopf sehen. Ja, leider ist das ein Skin und der hat keine Polizeiuniform. Aber den würde ich auch fühlen, Alter. Boah, den könnte man sich herstellen lassen. Den könnte man sich modden lassen, ne? Boah, würde ich das fühlen. Big Peanut als Officer, Mann. Ach, der Enkel. Goldorak, dankeschön für den Restart im 11. Moinmeister. Lusen, dankeschön für den Restart im 4. Stewie, dankeschön für den Restart im 3. Du Schwerkrimineller, nix da. Vertion, danke für den Restart im 9. Real Nementon, dankeschön für den... Nemeton, danke für den Wies am 18. Und Önkel, danke für den Prime am 37. Ja, Salame. Meine Mods käfern nicht, Cousin. Das ist dein Adblocker, der käfert. Deshalb werden deine Nachrichten gelöscht. Ja, aber dann ist wieder Mimimi bei den Gangs. Scheiß auf die Gangs, scheiß auf Crime. Jeder Crimler, der sich darüber beschwert hat, der in den Knast landet, nachdem der irgendeine Aktion gemacht hat, der gehört sowieso nicht da rein. Was willst du? Du bist Cop. Du spielst RP und du bist Polizist. Officer, Detektiv, was weiß ich, Alter. Wie willst du denn großartig nachweisen, wer was gemacht hat? Es gibt keine Kugeln auf dem Boden, es gibt keine Fingerabdrücke, es gibt gar nichts. Du musst darauf hoffen, dass irgendjemand kommt, der irgendwas erkannt hat, nicht auf Metabasis natürlich, und deine Aussage macht. Und das dauert 500 Jahre, bis das passiert. Vielleicht warte ich auf die Waschstraße. Aber dann Waschstraße und so ist auch nur ein Sidekick halt, ne? Um auch normale Sachen im RP machen zu können. Anstatt Geiselnamen und Kreis-RP. Ja, Bennys war auch geil. Aber hat auch irgendwann nicht mehr Bock gemacht, hat auch irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Dieses ortsgebundene RP, das du jeden Tag immer an der gleichen Stelle abhängst. Ist halt langweilig. Deshalb hoffe ich ja, dass wir uns im RP so weit entwickeln, dass wir diesen Schritt, den wir damals auf Alternate machen wollten, dass wir die Villa kaufen wollten und aus der Grove raus, ne? Mit unserem OG. Dass wir so weit mal durchziehen.
dass wir sagen, yo, wir haben jetzt zum Beispiel auf Unity, keine Ahnung, viel Geld und dicke Autos und wir ziehen jetzt vom Junkie Park weg und kaufen uns irgendwo ein Gelände. Irgendwie so eine schöne Gegend. Und benutzen den Park dann nur noch als Drohnenumschlagsplatz. Ich hoffe, dass das so passiert. Wenn nicht, dann mache ich das alleine. Aber das wird schon hoffentlich so gehen. Klappen. Ja, Schattenbund, darauf haben wir gewartet, aber es gab da so den einen oder anderen, der das nicht wollte. Der da ein bisschen Mimimi gemacht hat. Warum bist du mit dem Kopf aus dem Tunnel gefahren, meine Jüte? Deswegen waren wir im Knascht alle, wegen die eine Stunde Knascht. So, wo weißt du noch, Zit, wo wir auf Homestead in den Tunnel geballert sind, Alter? Kann ich mich heute noch dran erinnern. Warum ist denn der Server weggehört ist? Weil die Leute keine Lust mehr drauf haben. Hallo Tido. Hallo Krautsalat. Ich bin auch dafür, dass man bei den Cops diese Regelung ein bisschen lockerer macht. Dass die nicht unbedingt 1000 Beweise sammeln müssen, bevor die jemanden verhaften dürfen. Die sollten einfach mehr Peso gucken und sobald die irgendwelche Hinweise darauf haben, versuchen, das Puzzle so zusammen zu puzzeln und dann hingehen, Raid, alle Hops nehmen, alle im Knast. Alle, die da sind, ganz egal, ob derjenige dabei war oder nicht, der gehört dazu, also geht der auch im Knast, auch ein Krimineller. Scheiß drauf. Wenn die dann noch hinbekommen, im State Prison so ein bisschen EP zu liefern mit diesem Marsch jetzt da und dass man da Freigang hat und oder zumindest nebeneinander in den Zellen wäre und so, dann passt das. Ja, das ganze Akt- und Anwalts-EP sollte auch, haben wir ja damals auch gemerkt. Haben wir ja auch gemacht. Kurze Notiz, Alter. Kurz Name eingetragen, was passiert ist, fertig. Nicht mehr endlos lange. Ich weiß aber auch, muss ich aber ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie das auf Unity ist bei den Cops. Was genau die da in Akten-RP alles machen. Aber ich glaube, die schreiben richtig viel. Meine Frage, was hast du gegen den Flo im RP? Nix. Kann nix. Einfach im State das Handy nicht abnehmen, würde schon viel helfen. Hatte ich auch mal OLC angesprochen, da hieß es aber dann von dem obersten Staatsanwalt, der das bespielt, weil wir waren in so einem Diplomatengespräch, da das schon sehr viele Leute gab, die dann das Handy im Knast dafür benutzt haben, um Leute von draußen anzuheuern, dass die aus dem State Prison rausholen mit Gewalt. Und da meistens nie viele Marshals vor Ort sind, haben die halt keine Chance gegen sowas, ne? Wenn da auf einmal 19 Typen auftauchen und die dann sagen, ja, mach die hier die Dinger auf und so. So was passiert halt und das ist schlecht. Das ist nicht gut. Vor allem, wenn es nicht so viele Marshals gibt, die das State Prison wirklich beschützen können. Deshalb gibt man denen keine Handys. Da müsste man auch wieder regeltechnisch was machen. Dass man sagt, State Prison kann nicht geradet werden. Es gibt keine Chance, da jemanden rauszuholen. Dann dürfte man denen die Handys lassen. Deutscher IP-Server, deutscher Papierkram. Ist so. Nicht immer, aber oft. Was geht ab, Audia? Ey. Lass mir eine Pommes gehen. State wie damals AL, genau. Auf AL wurdest du einfach auf den Hof geworfen, durftest dein Handy haben, fertig. Konntest du ein bisschen arbeiten da, ein bisschen Checkpoints ablaufen. Konntest dir sogar ein Knast-Tattoo holen, weil das nur im Gefängnis gab. Da hattest du nicht das Problem, wie holt mich einer aus dem Knast, sondern wie schmuggle ich Geld in den Knast, damit ich den Tätowierer bezahlen kann, dass der mir ein Knast-Tattoo verpasst. Wichtigste ist, dass die den Teamspeak mal in den Griff bekommen. Ist nicht so einfach, ne? Ja, Votes, klar, habe ich überlegt, auch mal zu den Cops zu gehen, aber das ist halt nicht so mein. Ist wirklich nicht so meins.
Ja, Cody Bourbon, natürlich. Oder mal ein anderer Charakter. Nee, Partner, die Strafen noch weiter anzuheben, ist der falsche Weg. Weil die Strafen sind jetzt schon heftig. Guck mal, crazy, Mann, der musste 5 Tage im Knast bleiben. Weil die einfach alles, weil die gar nicht hinterherkam bei der Scheiße, die er angeblich gebaut hat. Laut seiner Aussage waren da auch Sachen bei, die er nicht gemacht hat. Er müsste wirklich 5 Tage Softbanner der bekommen. Boah, Medic würde ich aber fühlen. Aber da musst du viel lernen, weil ich kenne mich mit Medizinerkram gar nicht aus. Ich würde halt legit hingehen und so, keine Ahnung, was hast du? Yo, Steckschuss, was mach? Ich hau dir ein Pflaster drauf und yo, du bist geheilt. So richtig dumm. Man kann im State Prison arbeiten gehen. Wenn man eine lange Strafe kriegt, sollte man noch arbeiten gehen, weil dann die Haftzeit ein bisschen verkürzt wird. Man kann da irgendwie so einen Löffel oder so zusammenbauen.